Der Bruder hat einen dicken Jarak, folgt ihm. Wichtig. Auch so ein Jarak, Bruder, also. Gut, der lügt sogar. Der lügt. Pax Ultimus. So, neues Video am Start hier in Düsseldorf und boah, ich bin gespannt, hab eine riesige Gruppe hier am Start. Soldaten, Bruder, sag ich dir ehrlich. Okay, Jungs, ihr wisst selber das Thema, Frauen, Männer, Jayas, riesiges Thema. Aber erzähl kurz, was machen die Frauen oder die Mädchen in eurem Alter falsch, Bruder? Also ich finde, der Glaube an Gott fehlt bei... Oh mein Gott, Junge! Was eine geile Antwort, Digga. Mach auf, Digga, mach auf. Geile Antwort. Und zwar, der Glaube an Gott fehlt bei den Mädchen in unserem Alter. Ja. Ich finde, Männer in unserem Alter haben viel mehr den Glauben an Gott. Okay. Und dadurch auch einfach ein viel einfacheres Leben. Würdest du wirklich sagen, dass Männer aktuell, Bruder, gläubiger sind oder disziplinierter sind als Frauen? Wirklich? Auf jeden Fall, ja. Ja, Bruder, es gibt doch viele Männer, die sind auch Fuckboys sind und ja, viele Chayas weghauen und so. Aber ja. Ja, also ich finde, da gibt es auch viele Männer, ja. So, aber doch schon viel mehr Frauen. Okay. Was sagst du? Ja, also ich finde bei den Mädchen heutzutage, dass das so zum Thema wird, dass sie halt so alle so, die sind so, wie heißt das, so voreilig so. Mhm. Die sagen so... Die müssen sie sofort schon geben, ne? Ja, so auf den... Du kennst die zwei Tage, Bruder, die sagen so, du gehörst mir, Bruder. Kein Mädchen darf dich angucken, Bruder, das ist, Bruder, das ist einer zu viel, ja, ich sag dir ehrlich. Sag mir ehrlich, Bruder, so, es sind natürlich je nach Kulturkreis immer Klischees, aber es sind meistens so diese Kenneck-Girls und so, ja. so, ne? Dieses so, du bist meins und so, ja, ne? Bruder, ich sag dir ehrlich, so, ich finde das so unattraktiv, so, wenn so Mädchen so direkt sagen, so, ja, du gehörst mir, Bruder, ich kenne die seit zwei Tagen. Gib Instagram und so von dir, ehrlich, Bruder, das ist krass, ja, das ist verrückt. Okay, gut, Bruder, okay, gut, so, gehen wir hier weiter. Also bei mir, ich sag ehrlich, wenn Mädchen zu schnell ranlassen, so. Man muss besonders sein. Das ist viel zu einfach. Yeah. Dann wirst du aber jeden anderen Jungen ranlassen. Bruder, es gibt so einen Spruch dazu. So, wenn du einen Schüssel hast, Bruder, der überall reinkommt, ist es ein Masterschüssel. Ja. Wenn du aber ein Loch hast, was einfach aufmachen kann, Bruder, ist es ein schlechtes Loch, weißt du? So, deswegen, Bruder, so erzähl, Bruder, was sagst du? Also auf jeden Fall ist es immer eine Ansichtssache. Es gibt natürlich solche und solche. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Mädchen in dieser Generation eine Schlampe ist oder dies, das. Ja. Es gibt natürlich vernünftige Mädchen, aber ich sag, dass dieses Internet und so viele Mädchen 100%. Verdirbt. Und natürlich sind das nicht nur die Mädchen, natürlich, es gibt auch Fuckboys, die Mädchen schlecht behandeln und sowas alles, aber... dieses ganze Social Media Ding und sowas hat diese ganzen Mädchen auch auf jeden Fall. Was sagst du, Bruderherz? Was genau an Social Media, Bruder, macht die Menschen kaputt? Zum Beispiel, ja, mach du Thema. Ja, auf, zum Beispiel dieses Photoshop-Ding oder sowas, ja, oder diese Catfish-mäßig. Ja, weißt ja. Die sind schon reingefallen, Bruder. Weißt du, diese Mädchen, die fühlen sich wie Kylie Jenner und sowas, die fühlen sich, als wären die was Besseres und das ist einfach nicht das Richtige. Zum Beispiel, wenn du auf TikTok schaust, Bruder, mit 10, 11, man sieht irgendwelche Frauen twerken, Bro. Und dann ist das ein Ideal. Ja, genau, das ist genau das Falsche. Ich finde, dass Mädchen in diesem Alter überhaupt keine so Sachen benutzen sollten und sich auf gar keinen Fall so zeigen sollten. Weil das ist auf jeden Fall nicht richtig, ja. Okay, Bruder. Von allen den Männern auf der Erde, Bruder, ihr könnt auch mich nennen. Wer ist der männlichste Mann, Digga? Kann ein Vater sein, kann ein Star sein, ein Schauspieler sein, Digga. Erzähl, Bruder. Oder so, eigentlich für mich der härteste Mann oder generell Mann ist mein Vater, na klar. Boah, sehr schöne Antwort. Aber Bruder, auch natürlich vom Aussehen her, The Rock, von dieser Rock, amerikanische, Bruder. Wie heißt es nochmal, amerikanische Serie, Film. Ja, genau, ja, nee. Der. Okay, Bruder, erzähl mal, was macht dein Vater zu einem männlichen Mann, Bruder? Bruder, der hat uns alle erzeugt, Bruder. So. Und was soll ich sagen, der war immer ein guter Vater, Bruder, und das halt... Die Art, ein Vater zu sein, ein echter Mann zu sein, der einfach gut zu seinen Kindern ist und so. Sagst du? Ja, also ich finde in diesen Tagen so, in dieses Jahr auch, gibt es auch ganz viele Pick-Me's da draußen. Okay, so. Okay. Halt, Mädchen sollen einfach so selber sein, halt, die dürfen sich auch nicht so viel zu ranmachen an einen Mann. Okay. Und ja, halt. Sagst du zu viele Frauen aktuell wollen unbedingt einen Freund, einen Mann und diese Erfahrungen? Genau, so? Das meine ich auch. Ja, das. Ist einfach so ein, halt ganz viele Frauen probieren einfach Pick-Me's zu sein heutzutage und du findest keine richtige Frau. Okay, Bruder. Okay, Jungs, jetzt Thema, weil ich merke, es sind alle Soldaten. Der eine sagt, wo ist der Bruder? Der eine sagt, Gott, Bruder. Der eine sagt, so, Social Media. Aber was macht euch überhaupt so Jungs, Bruder? Sorry, Bro. Was macht euch überhaupt zu richtigen Männern, Digga? Also, das ist eine Frage.
als richtiger Mann hast du auf jeden Fall im Leben zu stehen, eine Arbeit so. Und am besten nur eine Frau. Oho. Fürs Leben. Aber es gibt verschiedene Themen. Alle sagen, man darf mehr Frauen haben, Bruder. Was sagst du? Sagst du gar nicht, Bruder? Ich sag nein. Okay. Ja. Okay, okay. So, wer ist noch, Bruder? Okay, guck mal. So, guck mal. Wie Schule gerade, ne? Wie Schule. Bruder, guck mal, ich sag dir ehrlich. Jungs, so, die spielen mit Mädchenherzen, Bruder. Das sehr, sehr. Nicht, ihr müsst auch ganz kurz die Jungs fronten, ne? Es gibt auch viele Jungs von uns, Bruder, die mit Mädchen schlecht umgehen. Sag mal ehrlich, Bruder. Ja, Bruder, das ist unnormal. Ich sag dir ehrlich. Ne? Weil man weiß nicht, als Junge so, wenn man so von einem Mädchen, das Herz bricht, ist krass, ja. Und es gibt Jungs, Bruder, die machen so, wie heißt das, Bruder, die dippen und dann steppen. Ja, ja, nochmal, Bruder, ich kenne so Jungs, Bruder, weißt du, die sind auch ja, stolz Bruder. Drauf. So, Bodycount von so, weißt du? Ja, das denk ich mir, Bro, weißt du? So Bodycount, Bruder, das ist peinlich, ich sag dir ehrlich, wenn man so macht. Man sollte sich ein Mädchen so, eine Frau, Bruder, okay, die man wirklich liebt und danach, man sollte halt mit der so... Der lügt sogar! Der lügt! Der ist selber! Bodycount 100, Bruder, weißt du? Der lügt! Nein, guck mal jetzt! Okay. Auf Ernst, so, die brechen so von deinen Frauen aus. Ich sag, die sollten sich eine Frau fürs Leben suchen, Bruder. Die sollten die wertschätzen, Bruder. Ein Mann, ich finde, für einen Mann gehört sich das, dass die Frau nicht arbeitet. Die Frau soll zu Hause bleiben, auf Kinder aufpassen. Auf Küche kochen, putzen. Oh, okay. Also, nein, Bruder, nicht auf Roast. Okay. So, der Mann muss das Geld nach Hause bringen, das Brot. Der muss Hack verdienen. Der muss, weißt du, der Mann bringt das Brot nach Hause und die Frau macht das Rest, Bruder. Bruder, der Bruder hat gesprochen auf jeden Fall. Ich sag so, das sind nicht Punkte, das sind Punkte, die vielleicht nicht jeder fühlt, weil es war ein sehr traditionelles Rollenbild, Bruder. Aber ich verstehe den. Oh, die Polizei macht die Augen. Was hast du von deinem Vater mitnehmen können, Bruder, zum Beispiel, was heute dich noch prägt? Auf jeden Fall, er hat mir beigebracht, so, wo ich selber sein soll, wo ich, was soll ich dir sagen, einfach so... Wie du dich entwickeln sollst. Ja, genau, er hat mir auch gesagt, wie ich in meiner Zukunft sein soll. Ja, Mann. Jetzt okay, hier zu chillen ist keine gute Idee, Bruder. Ja, Mann. Aber trotzdem, so, checkst du? Kannst du raus, Bruder? Sorry. Letzter Film. Okay, Bruder, erzähl weiter. Und. Das ist ein Inder, Alter. Also, ne? Bruder, okay, Bruder. Dein Vater hat dir gezeigt was? Bruder, dass ich auf jeden Fall den richtigen Weg nehmen soll. Okay, ja. Bruder, hier ist das Scheiße zu stehen, aber trotzdem, ja. Bruder, man will ja auch ein bisschen Zeit mit Kollegen verbringen. Offensichtlich so Ballons eben so, ne? Ballons? So Ballons mich. Jetzt chillst du vielleicht ein bisschen, Bruder. So, aber später in der Zukunft machst du was aus dir mäßig. Normal, das sowieso. Man chillt hier nur nach der Arbeit oder so, verstehst du? So ein bisschen essen gehen oder so, okay. Dann nach Hause. Warum The Rock, Bruder, in den Augen meinem Mann? Wegen Muskeln oder? Bruder, weil ich seine Filme und Serien feiere, Bruder. Ja. Und der sieht stabil aus, 1,96 groß so, oder so, Bruder. Ne? Schon vielleicht auch so ein Janak, Bruder, also? Bruder, wer weiß, Bruder, so. Auch ein großer. Hast du großen Janak? Normal, ne? Wer weißt du? Bruder, wie Schwarz hat immer ein großer Janak, das hat, weißt du, muss man sagen. Ne? Auf jeden Fall danke, Bruder, sehr cool. Sehr, sehr cool, Bruder, danke, Bro. Der Bruder, dicken Janak, folgt ihm. Wichtig. Ja, mit dem schönsten Bruder. Sensei Ultimate Michelle, Glocke like, Abo kommt da, Afrika braucht Geld, Kingdom mehrfach aktuell, er arbeitet wie ne Bitch, jeden Tag live auf Twitch, nach dem Papa Bango Star, ist euch ohne mal dein Paar, also komm, schaltet ein, und ihr werdet Ultimate, kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.